Wir alle kennen es ja, wir liegen abends im Bett und scrollen halt einfach durch TikTok durch. Jedenfalls machen das die meisten. Und ich als Content Creator mach das auch selber, weil du so von anderen Creatoren halt alles klauen kannst, ich meine inspirieren. Aber in letzter Zeit ist mir etwas sehr Komisches auf meiner For You-Page auf TikTok aufgefallen. Und wir schauen uns in diesem Video mal ein paar TikTok-Streamer an, bei denen das schon wirklich fast an Scam grenzt. Bitte abonnieren, liken und kommentieren, dass Jure der Beste ist. Das wäre echt das Beste. Um die Leute, die nicht TikTok benutzen und noch ihre Seele haben, denen erkläre ich jetzt kurz mal, wie dieser TikTok-Stream-Algorithmus funktioniert. Du wirst einfach in die For You-Page der anderen Leute gespült. Das bedeutet, so wie bei normalen TikTok, wirst du erstmal sehr vielen vorgeschlagen. Also, du wirst erst 200 angezeigt und je nachdem, wie die mit deinem Video interagieren, Like, Kommentar, Speichern, an Freunde gesendet, Watchtime und so weiter, wird das TikTok immer mehreren Leuten halt gezeigt. Und so ähnlich funktioniert das wahrscheinlich mit TikTok Live, dass du je nachdem, wie die Leute mit deinem Livestream interagieren, ob sie lange da bleiben, ob sie den Live liken, was man unendlich machen kann, by the way, ob sie spenden und ob sie halt in den Chat schreiben. Aber jetzt gehen wir mal aufs Video ein. Ich glaube, ich habe da viel Unnötiges wieder erklärt. Und zwar geht es um solche, die zum Beispiel durch Spenden ihr Spiel beeinflussen mit Bewegungen. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Rose spendest und die Rose ist auf die Taste W, dann würde der Charakter wegen deiner Spende nach vorne laufen, also auf W. Wer Pfeiltasten benutzt, sollte vielleicht über sein Leben nachdenken. Und das klingt doch erstmal ziemlich witzig, aber warum schläft der Streamer dabei? Und egal wie lange man diesen Streamer beim Schlafen beobachtet, er bewegt sich einfach nicht. Diese Facecam ist einfach noch mehr PNG als ich. What the fuck? Ich wollte dann auch wissen, wer der Typ eigentlich ist, der da schläft. Aber ich habe da irgendwie nichts gefunden und ich habe keinen Plan, wer das sein soll. Das Beispiel ist jetzt auch etwas harmloser, weil wer würde dafür spenden? Nur dieser Trick wird auf mehreren Accounts benutzt, wie zum Beispiel hier. Da ist jemand im Stream wieder eingeschlafen. Zufälligerweise ist es auch die gleiche Person. Und hier spielt er Minecraft. Man sieht ja einen Parcours, der eigentlich ganz easy ist. Aber er schläft ja. Und der Chat, der kann kontrollieren, wohin er läuft. Und jeder, der schadensfroh ist, wird natürlich die Richtung nehmen, wo er runterfällt. Das ist nämlich der Trick dahinter. Er versucht, Leute zu baiten, damit sie extra dahin spenden, dass er runterfliegt. Nur beim längeren Anschauen ist mir aufgefallen, dass die Leute zwar in die falsche Richtung spenden, der Charakter aber trotzdem in die richtige Richtung läuft. Auch wenn gar keine Spende da ist. Deswegen vermute ich mal, das ist kein richtiges Gameplay, was gerade live ist, sondern der hat das einfach gefilmt oder irgendwo geklaut und lässt es als Loop abspielen. Ich verstehe auch nicht, warum solche Accounts nicht gesperrt werden, weil, okay, ich kenne die TikTok-Richtlinie nicht. Bin auch zu faul, um mir die durchzulesen. Aber eigentlich will TikTok originalen Content auf der Plattform haben. Oder originellen, ich weiß es nicht mehr. Und das würde doch schon gegen die Richtlinie verstoßen. Aber hey, ich wurde auch schon mehrmals bei TikTok einfach verwarnt, weil ich keinen originellen Content mache mit meinen Clips. Das bin nämlich nicht ich, das ist nämlich Jura. Ja, danke TikTok. Oder auch mein Ich beseitige Adolf Hitler Video. Das wurde für Hassrede gesperrt, indem ich einfach Hitler getötet habe. War das gerade Hitler? Nur für den Fall. Nur für den Fall. Und ich habe dafür eine Verwarnung bekommen. Warum werden solche Streamer erlaubt und ich bekomme für so eine Kleinigkeit schon so eine harte Sperre? Selbst mein Widerspruch wurde nicht angenommen. Aber das machen mehrere Accounts. Manche sind dreister, manche sind harmloser. Zum Beispiel der Typ hier, der will, dass man ihm 5 Rosen spendet, damit er Fortnite deinstalliert. Ich verstehe nicht, warum man das macht und warum Leute sogar dafür spenden. Ich verstehe es einfach nicht. Kann mir jemand das bitte mal erklären? Ich meine, da hat ja schon jemand gespendet, der hat das sogar im Chat geschrieben und es ist einfach nichts passiert. Nur ich würde ja dieses Video nicht machen, wenn es jetzt nichts Schlimmeres gibt. Aber dabei habe ich das Schlimmste noch gar nicht erwähnt. Nämlich Alpha-Cap. Ich meine Minecraft-TikTok-Streams. Klingt auch erstmal harmlos, wenn ich das so sage, aber es gibt da so einen bestimmten Spielmodus in Minecraft, in der man eine Box füllen muss mit Blöcken. Und sobald jemand spendet, wird, je nachdem wie hoch der Betrag ist oder was du gespendet hast, TNT gespawnt. Das TikTok-Spendensystem ist auch echt komisch. Vielleicht hat doch einfach Osama bin Laden Flugzeuge ins Boom. World Trade Center geschenkt. Oh mein Gott, ich habe 2 Flugzeuge bekommen.
Und dieser Spielmodus, ich nenne ihn mal einfach Spielmodus, heißt Streamer versus Viewer, also Zuschauer. Und dieser Spielmodus klingt ja eigentlich schon ziemlich witzig, aber ich habe trotzdem daran Punkte, warum ich das kritisch finde. Und durch den manipulativen Aufbau des Videos, ich bin ein bisschen abgedriftet. In den Streams siehst du einfach einen traurigen Indonesen, der einfach nur schlafen gehen möchte. Aber ihm fehlt halt noch ein Sieg, sonst darf er das nicht. Was halt schon ein bisschen drauf baitet, damit Leute halt extra spenden, da besonders hier die Schadensfreude wahrscheinlich ziemlich groß ist. Ich meine, der arme Typ will einfach nur schlafen und du kannst es einfach beeinflussen, indem du ihm eine Rose schenkst. Also einen Cent. Und die Streamer sehen alle immer total fertig aus. Wäre ich zumindest auch mit so einem Filter. Und sobald ein Streamer die Box gefüllt hat, kommt so ein 15-sekündiger Timer, der wahrscheinlich extra dazu baiten soll, dass man spendet, weil du machst den Kurs vom Sieg alles kaputt. Das Ding ist, ab Sekunde 3 ist der Timer sehr, sehr, sehr viel langsamer. Und bei einem Streamer ist mir auch was aufgefallen, dass so ein Account namens Mocken69, dieser wird auch von manchen von den Streamern gefolgt, die ich zumindest darüber gefunden habe. Und es gibt auch einen anderen Account, der ist einfach nur Mocken. Und der wird auch von diesen Streamern gefolgt. Ich vermute mal, dass er so ein bisschen das Brain ist oder ich weiß nicht, wieso ihnen alle folgen. Vielleicht ist er auch einfach ein Topspender und die Streamer dachten, den folgen wir jetzt. Aber ich vermute auch, dass dieser Typ extra mit einem Bot irgendwie eingestellt hat, dass er eine Rose spendet, wenn die Sekunde auf 2 ist. Weil immer spendet diese Person, wenn der Timer auf 2 ist. Damit wahrscheinlich der Stream auch einfach gar nicht aufhört. Es gibt sogar im Chat Leute, die haben wirklich Mitleid mit der Person. Die bitten sogar andere, damit einfach aufzuhören. Und dann kam ich auf die schlaue Idee, ist das einfach einzustellen? Und ja, ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Du musst erstmal einen Minecraft-Server auf deinem PC aufsetzen. Ich fühle mich einfach wie in 2016. Auf diesem musst du dann drei Plugins installieren. Im Tutorial joint man dann auf dem Server. Und ich musste mir Koordinaten aussuchen, wo die Box gespawnt werden soll. Danach soll ich auf ChatGPT gehen und einen Prompt eingeben, der mir dann Minecraft-Commands für die Box erstellt. Sollte ich mir Sorgen machen, dass ChatGPT Minecraft-Commands erstellen kann, die ich nach Jahren, seitdem ich das Spiel jemals gespielt habe, nicht mal wusste, dass sie existieren? Wir müssen echt extrem hoffen, dass KI uns nicht irgendwann übernimmt. Ich hätte nämlich überhaupt gar keinen Bock, wenn irgendeine KI meine fucking Minecraft-Welt grieft. Nur weil ich kein Schutzgeld zahle. Ja, und jetzt zahl das Doppelte, du Hurensohn. Nein, bitte nicht. Dann musste man mit Minecraft-Commands auch das Plugin einstellen, wo der Block sein soll. Nämlich unten ist der Anfang, oben ist das Ende. Den Countdown einstellen, wenn halt die Box voll ist, und einen Namen für diese Box. Danach war das Ganze erstmal fertig und ich wollte nur was ausprobieren. Es ist scheißegal, wie viele Blöcke unten sind, du kannst einfach die obere Hälfte zubauen und dann wäre das Spiel schon zu Ende. Denn mir ist auch aufgefallen, dass die Streamer halt meistens Blöcke einfach vergessen und habe mich dann gefragt, wie kann das sein, aber es scheint einfach nur die oberen Blöcke zu zählen. Also, das Plugin ist echt nicht gut. Der Rest, was ich jetzt noch einstellen musste, war erstmal mit Tikfinity. Das ist so ein Programm, das irgendwie mehr Features in TikTok-Streams einbaut. Und durch das Plugin Server-Tab kannst du deinen Minecraft-Namen eingeben und dann verbindet er sich da irgendwie mit dem Server. Keine Ahnung, wie er das macht. Und ja, dann musstest du nur noch Alerts machen. Da suchst du dir einfach ein Geschenk aus, fügst halt ein, was du alles haben willst, Animation. Und dann konntest du noch weiter unten Minecraft auswählen. Und was du da reinschreibst, wird dann als Minecraft-Command ausgeführt. Und beim Austesten hat das sogar wirklich gut funktioniert. Also wirklich gut. Dass ich erst mein ganzes Villager-Dorf damit ausgelöscht habe mit TNT-Rain. Also das, was man halt damals in Minecraft gemacht hat. Ich war als Kind komisch, ich weiß. Ich habe einfach Villager-Dörfer angegriffen mit Zombies. Oder habe alles niedergebrannt oder einfach mit TNT weggesprengt. Ich war ein komisches Kind. Aber was mir auch aufgefallen ist, ich selber platziere die Blöcke zu langsam. Und in den Streams platzieren die das halt wirklich in Sekundentakt. Das kannst du mit einer guten Gaming-Maus erreichen, aber auch mit anderen Tools. Ich habe als erstes einen Autoklicker benutzt, nur der war halt scheiße, weil er hat halt wirklich alles autoklickt.
irgendwann musste ich meinen Laptop neu starten, weil ich nichts mehr machen konnte. I don't know if my computer can handle, it just might. Aber dann ist mir eine kreativere Idee eingefallen, denn ich war damals ein Griefer und habe auch auf Minecraft-Servern gecheatet. Und deswegen habe ich mir Wurst geholt. Nein, nicht das, sondern das hier. Einer der bekanntesten Minecraft-Hackclients, die es eigentlich gibt. Also jeder, der Minecraft gespielt hat, kennt wahrscheinlich diesen Hackclient. Und dieser Hackclient lebt sogar länger als alle Haze-Clients zusammen. Oh mein Gott, ich kaufe mir erstmal für 5 Euro ein Minecraft-Cape in einem Cheat. Und wird sogar heutzutage noch geupdatet. Ich meine, den gibt's sogar jetzt schon für die neueste Version. Wollte eigentlich ein Video über den Wurst-Hackclient haben? Vielleicht gibt's da ja irgendwas Besonderes oder so. Schreibt es mal in die Kommentare. Jedenfalls hat dieser Minecraft-Hackclient viele wichtige Features wie Twerken oder LSD, aber auch eine Auto-Build- oder Random-Build-Funktion, mit dem du halt einfach Penisse oder Hakenkreuze bauen konntest. Damals fand man das wahrscheinlich noch lustig, heutzutage würde ich nur das mit den Penissen lustig finden. Ich weiß gar nicht mal, ob das noch ein Feature ist in Wurst, ich glaube, die haben das sogar rausgemacht. Aber das ist eher nicht so effizient mit den Random-Bauen oder Auto-Build, weil es einfach random um dich herum Sachen baut. Und es halt auch sehr erkenntlich ist, dass du das selber nicht baust. Aber ich weiß zum Glück, dass es eine Fast-Space-Funktion gibt. Damit kannst du Blöcke einfach viel schneller bauen, ohne halt wirklich einen Delay. Und natürlich Range, da kannst du von der weit entfernteren Range einfach bauen. Denn die normale Minecraft-Range ist... Als Mauljura, das juckt doch niemand. Und ich muss zugeben, das sieht schon sehr ähnlich aus wie die Baumechanik von den Leuten im Stream. Also musste ich jetzt nur noch das Overlay vom Wurst deaktivieren, damit man nicht mehr dieses Logo sieht. Und schon war ich ein normaler Minecraft-Spieler. Jetzt fehlt mir nur noch eine Sache, damit ich damit Geld verdienen kann. Nämlich die Streaming-Software. TikTok hat da so einen eigenen und ich mag ihn nicht. Also wirklich... Warum geben die nicht einfach diese Stream-Keys raus? Und als erstes muss ich natürlich eine Cam einfügen. Ich habe mich dann gefragt, kann ich vielleicht meinen VTuber-Avatar da einfügen? Und das ging sogar. Was erstmal richtig cool war. Denn du konntest bei der Cam nämlich so Filter draufpacken. Das erklärt, warum die alle wahrscheinlich so traurig gucken können. Weil das einfach ein TikTok-Filter ist. Nur ich habe den TikTok-Filter jetzt nicht gefunden, der so traurig guckt. Aber ich glaube sogar, dass TikTok-Filter... in Ländern unterschiedlich platziert sind. Oder die haben es einfach mit OBS verbunden und konnten da halt irgendwie einen Filter drauf packen. Aber ich habe was viel Besseres gefunden. Wieso sieht das so aus, als hätte ich ein Hodenkinn? Ich bin einfach Butters. Ich finde das so geil, dass die Filter bei meinem Model funktionieren. In Sachen Filter ist TikTok echt geil. Jetzt muss ich halt nur noch das Gameplay einfügen, das war ja ganz einfach. Und was diese Streamer auch hatten, waren ja diese Anzeigetafeln, ich weiß nicht, wie ich die nennen soll, wo steht, was passiert, wenn du halt spendest. Und ich habe jetzt zweimal erstellt, weil ich war faul. Denn hier kannst du zum Beispiel 1 Euro spenden und dann würde ich einen Steuerschulden-Euro bekommen, weil ich diesen 1 Euro hinterziehen werde. Und das zweite ist, wenn du das Video likest, dann bist du einfach ein Giga-Chat. Somit wäre ich eigentlich fertig. Jetzt, nachdem ich das Ganze eingestellt habe, kann ich ja sagen, wie viel ich damit verdient habe und... Wisst ihr überhaupt, wie viel Geld hier auf dem Tisch liegt? 1,26 Mio. Steuerfrei. Completely. In Dollars. Dollars, Digga. Was für Euros? Euros geht den Bach runter. Hier. Dirhams. Dollars. Lironen. Ich habe hier Future Money. Das ist Future Money, Digga. Ja, okay, ich habe es nicht gemacht. Ich bin damit nicht live gegangen, weil erstens bin ich zu faul dafür, diese Kackbox jedes Mal zu füllen und zweitens, ich mag TikTok-Streaming einfach überhaupt nicht. Der Chat ist da einfach so langweilig, denn das Dreiste ist halt auch, dass die User, wenn man in der App die Coins da kauft, mit denen man halt diese Geschenke dann kaufen kann, sind in der App-Version anders als in der Web-Version. Die haben einfach die Preise erhöht in der App-Version. Wegen der Drittanbietergebühr. Um fucking 25%. Du musst einfach in der App mehr bezahlen als in der Webversion. Stellt euch einfach mal vor, das wäre auf Steam so, dass die Entwickler jetzt einfach 30% mehr Geld für die Spiele verlangen, wegen dieser Steam-Gebühr. Das wäre voll eklig. Aber ich denke, ich konnte mit diesem Video dir ein bisschen Unterhaltung geben. Und das ist halt schon eine ekelhafte Methode,
um Leute einfach deren Geld zu nehmen. Und das auch auf den verschiedensten Accounts. Zum Beispiel bei der ersten Person, die das mit Minecraft macht, dachte ich, das wäre immer dieselbe Person. So auf Schattendoppelgänge angelehnt. Aber die sehen alle anders aus. Ich weiß nicht mal, ob die das wirklich live streamen oder ob das auch ein Loop ist wie bei den anderen. Nur sie posten halt diese ganzen krassen Spenden auch nochmal auf TikTok. Damit vielleicht noch mehr Leute reinkommen und genau das spenden. Ich bin manchmal echt verwirrt von diesem Spendensystem. Hier ist einfach so eine fucking Katze. Und da gibt es sogar eine richtige Animation dafür. Was ist los mit TikTok? Und wahrscheinlich wird das halt auch von TikTok supported. Weil die bringen Geld und machen keine Hassrede, indem sie Adolf Hitler töten. Falls du irgendein interessantes Thema hast, worüber ich ein Video machen könnte, schreib das in die Kommentare. Das nächste Video kommt irgendwann. Nur ich weiß nicht wann, ich habe keinen regelmäßigen Uploadplan. Folgt mir auf Twitch, da streame ich irgendwelche Spiele. Zurzeit gerade Resident Evil. Also wenn ihr Bock drauf habt, mir zuzuschauen, wie ich sterbe, dann folgt auf Twitch. Ich freue mich immer, neue Leute im Chat zu sehen.